Hallo, dies ist mein Channel. Mein Channel heißt Thylacinus. Das ist nämlich ziemlich cool, weil Thylacinus, das ist so ein Tier, das hat in Tasmanien gelebt. Das ist so süß. Und das wurde von Menschen ausgerottet. Und deswegen, deswegen finde ich, ist der Mensch anders. Ja, er ist anders. Und dem gehe ich auf den Grund. Warum ist er so anders? Nein, dem gehe ich nicht auf den Grund. Ich versuche mit der Situation zurechtzukommen, dass der Mensch anders ist, als alle anderen Lebewesen sich brav in die Natur einfügen. Ja. Doch, ich denke nicht, dass der Mensch böse ist. Ich denke, dass er ganz nett ist, aber er hat so seine Schwächen, ja? Ja, ich weiß nicht, der ganz kommt da nicht zurecht mit der Situation, auf der er wird. Ich weiß nicht, das ist, alle Viecher leben so lieb vor sich hin. Ja, Dackel, ja. Aber der Mensch als Wesen, als solches, er ist und bleibt ein Mysterium. Ja, Oma, ja, stell mir die Karottensaft noch um. Ja, daher, genau, danke. Und ja, mach die dir bitte zu, ja. Ja, der Mensch ist ein Mysterium. Ja, der hat, ich weiß nicht, irgendwie, also die ganzen Leute, die so wirklich dann beinhart so ein Viech einfach abschlachten, ich weiß nicht, die scheinen mir alle irgendwelche Probleme zu haben. Wenn ich da jetzt mal an meinen Opa denke, der ist ja Jäger und sonstige Dorfbevölkerungsleute, die Metzgerburen. Irgendwie habe ich das Gefühl, die sind ein bisschen hier im Schädel. Genau. Das kann. Ja, die. Weiß nicht. Ich glaube, das kommt einfach aus einer Unterdrückung, so ein Gefühl der Machtlosigkeit. Und irgendwie entwickelt sie dann immer mehr so das Bedürfnis heraus, so. Macht. Und dann muss man sich wen suchen, über den man Macht ergreifen kann. Und oft sind es halt die Schwächeren. Ja, die Schwächeren. Und dann sucht man sich halt welche. Ja, dann sucht man sich halt die kleinen lieben Kaninchen, denen man den Kopf abschlagen kann. Oder man sucht sich sonst irgendwelches Getier. Oder man sucht sich schwächere Menschen, die man fertig machen kann auf körperliche oder psychische Art. Ja, genau.